Und Moritz aus Güstrow will auch in diesen Zeiten Mut machen. Statt in der Schule bist du gerade zu Hause. In welcher Klasse bist du denn? Ich bin in der 3. Klasse. Mhm. Und wie alt bist du, Moritz? Ich bin 8 und werde 9. Oh, okay. Schönes Alter. Das ist aber wichtig, dass man das erwähnt. Und wegen Corona musst du gerade auf einen ganz, ganz lieben Menschen verzichten, ne? Ja, ich muss auf meine Oma verzichten. Die ist 97 geworden. Ui. Und die wohnt in einem Pflegeheim. Und die hatte Geburtstag und da konnte ich nicht hin. Wann hatte denn deine Oma Geburtstag? Am 13. März. Oh, das war ja jetzt gerade erst. Mensch, dann immer ganz herzlichen Glückwunsch nachträglich an deine Oma. Wie heißt deine Omi? Anna. Schön, Moritz, dass du heute bei uns am Telefon bist. Du möchtest nämlich unserem Land Mut machen und hast Lust zu singen. Einen ganz speziellen Song, und zwar eine Version von diesem Lied hier. Wir sind allein, allein, allein. Kennen wir alle, Polarkreis 18, hm. Allein, allein. Und du hast da eine ganz spezielle Version. Um den Menschen Mut zu machen, es muss sich keiner fürchten. Ach Mensch, Moritz. Es wird schon dafür gesorgt, dass so wenig passiert wie möglich. Und deswegen möchte ich den Menschen Mut machen und ein Lied singen. Tolle Idee, Moritz. Dann kommt hier deine Musik. Wir müssen uns jetzt umgewöhnen, können Freunde nicht sehen. Und Opa seinen Enkel nicht. Oh, wie lang soll das gehen? Mach dein Balkon und Garten schön. Gemeinsam allein. Wir werden die Zeit schon überstehen. Wir bleiben daheim, 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 daheim. Wir bleiben daheim, daheim, daheim. Daheim, daheim. Wow. Oh. Mega, Moritz. Wie super war denn das? Das hast du ganz, ganz toll gemacht. Deine Oma, die ist stolz auf dich. Das weiß ich jetzt schon.